Einen wunderschönen guten Abend. Wir spielen Destiny 2 Festung der Schatten auf PC. Ich hoffe, dieses Fenster wird bald weggehen. Ich habe es bei Twitter eben schon gesehen. Es sind einfach zu viele, die hier gleichzeitig spielen möchten. Wir werden so lange zusammen warten und dann hoffentlich gleich loslegen. Wir sind nicht die einzigen, die warten, wie gesagt. Ich habe hier auf Patch Notes, ja, die brauchen wir jetzt nicht lesen. Ich bin hier ein bisschen auf Twitter nebenher unterwegs, um zu schauen, ob sich was tut. Destiny hat, wie es aussieht, Launch-Probleme. Das erste Bild sah schon sehr, sehr geil aus. Ja, Shadowkeep ist live, sagen alle. Ich bin mal gespannt. Was könnten wir denn jetzt Schönes tun in der Zeit? Ich könnte euch vorlesen. So. Was dazu hier steht. Wir sollten... Ein kleiner Moment. Nein, so geht es nicht. Wir wollen doch hier eine andere Sprache haben. Desktop-Version. Wo war denn die Sprache? Zack, zack, zack. Naja, ich öffne die Seite mal ein bisschen anders. Ihr bleibt schön da, ja. So. Das hätte ich mir ja fast denken können. So, ich lese euch mal so lange vor, was es hier zu sagen gibt über Destiny 2. Destiny 2 ist ein Mehrspieler-Computerspiel, entwickelt von Bungie und veröffentlicht von Activision. Bungie und, ja, da können wir noch an der am Satzbau ein bisschen arbeiten. Bungie und Activision wurden im Jahre 2019 unabhängig voneinander. Ist noch gar nicht so lange her, deswegen sind wir jetzt auch auf Steam unterwegs. Der Ego-Shooter ist ein reines Online-Rollenspiel und wurde für die PlayStation 4 und die Xbox One am 6. September 2017 veröffentlicht. Die Version für Windows wurde am 24. Oktober 2017 veröffentlicht. Also ein wenig später. Destiny 2 ist der Nachfolger des 2014 erschienenen Destiny. Zu Destiny selber findet ihr auch noch eine ganz... Ja, ich glaube, ich habe da mit Sicherheit eine große Playlist. Da könntet ihr dann reinschauen, um euch mal ein Bild zu machen, wie der Vorgänger aussah. Auch sehr zu empfehlen. Dafür bräuchtet ihr aber eine Xbox 360, eine Xbox One oder eben PlayStation. Genau. Die Spielewelt ist eingebettet in ein Science-Fiction-Szenario. Jeder Spieler schlüpft in die Rolle eines sogenannten Hüters, Beschützer der letzten verbliebenen sicheren Stadt auf der Erde. So. Jetzt muss ich kurz unterbrechen. Auf dem Display hat sich was getan. Ja, da ich schon auf der Xbox gespielt habe und auf dem PC auch schon, so, ich möchte kein Cross-Save
benutzen. Deswegen drücken wir B. Ich kann euch nachher gleich ein bisschen weiter vorlesen. So, Verbindung erfolgt. Ich denke, jetzt geht's los. Wir sind soweit. Nein, sind wir nicht. Wäre ich jetzt mit CrossSafe wahrscheinlich schneller dran gewesen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. So. Jeder Spieler schlüpft in die Rolle eines sogenannten Hüters, Beschützer der letzten verbliebenen sicheren Stadt auf der Erde. Das hatten wir schon. Dazu nutzt dieser Hüter eine Licht genannte Macht, um die Stadt vor verschiedenen außerirdischen Rassen zu verteidigen. Eine dieser Rassen, die sogenannten Kabale, angeführt von Dominus Gaul, infiltrieren die Stadt und berauben die Hüter ihrer Macht. Der Spieler startet mit der Reise, diese Macht zurückzugewinnen und Gaul samt seiner Rotlegion zu besiegen und die letzte Stadt zurückzuerobern. Dieser Teil der Story ist der erste Teil, den man hier spielen kann bei Destiny 2. Den werden die Free-to-Play-Spieler auf jeden Fall zocken können. Weiter im Text. Wie schon im ersten Teil des Spiels sind die Handlungen von Destiny 2 in Spieler gegen Spieler, PvP, und Spieler gegen Umgebung-Aktivitäten, PvE, aufgeteilt. Zusätzlich zu den klassischen Story-Missionen, in denen die Handlung des Spiels verfolgt wird, enthält Destiny 2 im PvE-Modus sogenannte Strikes für Gruppen aus 3 Spielern und Raids für 6 Spieler. Hierbei werden willkürlich gewählte Story-Missionen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden gespielt. Weiterhin gibt es auf den verschiedenen Planeten unterschiedliche Events und Aktivitäten mit Nichtspielercharakteren, NPCs. Ja, die treffen wir auf jedem Planeten, beim Haupttreffpunkt sehen wir die stehen, mit denen können wir sprechen, uns Aufgaben holen und so weiter und so fort. Sogenannte Competitive-Modi, die dem PvP-Prinzip nachempfunden sind, enthalten sowohl zielbasierte Typen als auch klassisches Deathmatch. Ja, wir können auch mit unseren Freunden ganz in Ruhe nur 2 gegen 2 zum Beispiel oder sogar 1 gegen 1 spielen. Wir können aber auch gegen wildfremde Leute spielen und eine Spielersuche aktivieren, wo wir dann einfach in ein Team gesteckt werden und uns dort dann gütlich tun müssen. Zu Shadowkeep sollte ich auch noch vielleicht was sagen. Wir haben jetzt hier die interessanten Dinge vom Standardspiel mal zusammengefasst. Shadowkeep ist die 4. Erweiterung für Destiny 2. Genau. So. Wir kommen jetzt hier auf Steam und nicht auf Battle.net. Ja, Battle.net könnt ihr wieder deinstallieren, wenn ihr sonst dort nichts habt. Ja, wir kehren zurück zum Mond. Ich habe vorhin vorhin noch ein Video gepostet von Destiny 1 auf dem Mond. Das könnt ihr euch gerne noch anschauen. Ja, auf dem Mond waren wir jetzt in Destiny 2 noch nicht. Wir bekommen mit Shadowkeep neue Inhalte für jeden Aspekt des Spiels. Dazu gehören neue Missionen, neue PvE-Standorte, PvP-Karten, neue Waffen, neue Rüstungen, neue exotische Ausrüstung, ein neuer Überfall, weitere grundlegende Änderungen an der Kernfunktionalität des Spiels. Damit ist dann auch auf die Rüstung angespielt worden. Bla bla bla. Ja, Destiny 2 New Light ist diese kostenlose Free-to-Play-Version. Ihr könnt euch aber die Inhalte hinzukaufen. Aber die ersten beiden Erweiterungen, Curse of
Osiris und Warmind bekommt ihr kostenlos dazu. Also da müsst ihr keinen Cent dafür ausgeben. Ihr könnt schon einiges spielen, ohne für das Spiel bezahlt zu haben. So. Ihr habt Zugriff auf die vollständige Strikes-Playlist, die PvP-Playlists und Karten sowie... Ja, den Hybrid-PvE-PvP-Modus. So, Spieler von New Light haben auch Zugriff auf alle spielbaren Ziele im Spiel, einschließlich das Tangled Shore, Dreaming City und den Mond. Ohne die Erweiterung Forsaken und oder Shadowkeep benutzen zu müssen. Das ist doch mal eine Ansage. Genau. Shadowkeep wird ähnlich wie Rise of Iron am Anfang bei am Ende von Destiny 1 eine vollständige Kampagne darstellen, so dass wir einiges an Inhalt haben werden. Wir können maximal das Soft Level Cap wird 900 sein. Wir starten bei 750. Und so, was ist das? Bis 960 kommen wir mit weiteren Engrammen, mit starken Engrammen. Und darüber hinaus werden wir über das Gameplay kommen. Ja, da werden wir dann noch sehen, wie sich das Ganze entwickelt. So. Wir hoffen mal, dass sich jetzt endlich mal was tut. Ja, ich könnte euch jetzt noch so einiges vorlesen. Ich hoffe, ihr kennt meinen gleichnamigen Twitter-Account. Da müsst ihr einfach meinen Namen eingeben, hier meinen YouTube-Namen, und dann findet ihr mich schon. So. Infobase schreibt gerade. Ja, ich warte auch noch. Bereit für Cross-Save. Das schreibt man doch jetzt hier mal direkt in den Tweet rein. Vielleicht findet ihr den. So. Wir fügen dann noch ein Foto hinzu. Das wäre doch eine gute Sache. Zack, zack, zack. Wir wollen kein Cross-Save, das müsste eigentlich schon nach dem ersten Mal bekannt sein. Aber gut. Wir drücken mal wieder B. Hoffen, dass sich hier was tut. Und zum Spielen Enter drücken. Einen Moment bitte.
Ja, das Ganze wird jetzt hier nochmal dokumentiert. Man bedenke, wir warten schon eine halbe Stunde insgesamt. Ich möchte kein Cross-Save, ich möchte loslegen. Das sollte hier die Message sein. Destiny 2. So. Ja, da spielt schon jemand. Freut mich. Vielleicht kommen wir auch noch mit rein. Hallo. Ja, da haben Leute jetzt schon vor 9 Minuten geschrieben, sie sind drinnen. Ich hoffe mal, wir können gleich loslegen. Sollten wir dann soweit sein, könnt ihr natürlich, ich werde das mit einblenden, ab welcher Minute es losgeht. Ganz klar. Schlückchen. Kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Aber wir warten so lange. Es muss ja irgendwann losgehen. Wenn das andere schaffen, sind wir mit dabei. So, ich krieg schon die ersten Antworten. Ja, liebe Leute, was sagt ihr zum neuen Update? Ist doch herrlich, oder? Wir sitzen hier vor einem Bildschirm, an dem geschrieben steht, einen Moment bitte. Video Game in Process. Das steht bei mir über dem Schreibtisch und stimmt aktuell leider nicht so sehr. Was können wir hier noch machen? Nein. Ach ja. Wenigstens können wir schon ein wenig Musik anhören. Das ist doch eine tolle Sache. Wir können ja mal hier das Weltengrab posten. Nein, wir wollen kein Cross-Save benutzen. Dafür drücken wir B. Und jetzt drücken wir A.
Wir drücken wieder B. Jetzt geht's aber ziemlich hin und her, muss man schon sagen. Ausgelastet. Ich habe zwar super geile Accounts oder super geile Charaktere, sagen wir so, auf der Xbox, aber ich möchte mit meinen PC Charakteren spielen, was vielleicht auch verständlich ist. Ja. Ich möchte nämlich 6 verschiedene Charaktere haben und nicht nur 3. Und das Deaktivieren dieser Funktion kann man nur alle 90 Tage machen, wenn ich es richtig verstanden habe, oder sogar noch mehr. Unglaublich. Unglaublich. Würde mich jetzt freuen. Wir würden uns jetzt alle freuen. Wenn wir dann mal dürfen. Ich hatte schon die Befürchtung. Du musst dem Spiel in der Reihenfolge beitreten, in der du dich angemeldet hast. Ja, und wenn ich immer wieder starten muss, ist das, glaube ich, keine gute Ausgangssituation. Nur mal so am Rande. Wir gehen mal auf help.bungie.net/de. Vielleicht können wir da was lesen. Oh, die Seite öffnet sich auch nicht. Eine Sekunde. So, da bin ich wieder. Die Seite hier hat auch schon geladen. Zurzeit offline. Oder was? Aber wisst ihr was, wir können uns das doch theoretisch auch zusammen anschauen. Dazu gehe ich mal hier raus. Ich hoffe, das nimmt jetzt hier weiter auf, so wie ich das möchte. Wir geben hier ein... bungie.net/de. Aber irgendwo musste noch ein Help rein. .net.de/help.
So. Dann könnt ihr das auch mal sehen. Sollte sich die Seite nun auch für euch öffnen. Hier, der Dienst. Ja. Meine Lizenzen wurden transferiert. Ich bin hier schon eingeloggt. Zurzeit aus geplanten Wartungsgründen. Ja, ich habe gelesen, das ist wohl ein bisschen länger. Ja. Hier, da hätten wir das. Ja, das ist ja schön für euch alle. Wir wollen nur hier mal spielen. Ist ja schon schade, dass hier dass einige schon im Spiel sind und wir noch nicht. Aber ich zeichne das jetzt auch auf, damit das auch mal dokumentiert wird, wie krass einfach der Start hier wieder ist. Es werden bestimmt wieder Stimmen laut, die sagen, ja, das war klar und hier und da. Man muss aber auch sehen, dass eine lange Vorbereitungszeit da war. Und ja, da könnte man eventuell schon erwarten, dass das alles passt. Manche kann mit Sicherheit die Zahlen einsehen, wie viele PC-Accounts hier aktiv sind, wie viele Konsolen-Accounts aktiv sind. Aber gut. Wir probieren es noch ein wenig. Gar kein Problem. Mal schauen, ob ich in die Destiny-App reinkomme. Müsste ja gehen. Internetseite hat funktioniert. Aktuell noch. Bereit für Cross-Save. Ich lese es mal vor, einfach aus Langeweile. Falls du Hüter von einer anderen Plattform auf dieser spielen willst, musst du zuerst deine Konten auf bungie.net Cross-Save verlinken, damit du nicht deinen Zugriff auf deine Festung des Schattensaisons und Bonusgegenstände verlierst. Falls du kein Cross-Save benutzt oder die Hüter, die du auf dieser Plattform erstellt hast, sind deine aktiven, dann kannst du einfach fortfahren. Okay. Dann drücken wir hier drauf. Ist doch nur logisch. Wäre ich bereit für Cross-Save, dann müsste ich ja annehmen drücken. Ja. Ach ja.
Wenn wir mal hier Ja drücken. Oh nein, das wollen wir nicht. So. Neuer Versuch. Ja, wäre ich mal lieber einen Tag später rangegangen. Aber ich hatte ja schon Lust darauf, von daher. Destiny Tracker sagt, vor 7 Minuten, da sind 100.000 Spieler im Spiel bei Steam. Okay. Das ist nicht schlecht. Ich wünschte mir, wir könnten starten. Ihr könnt euch ja ein paar Videos von mir anschauen in der Zwischenzeit. Würde ich mich drüber freuen. Ich habe ja schon einiges produziert. Ja. Wäre echt interessant, ob das heute noch etwas gibt. Zurück zum Titelbildschirm. Ich möchte normal starten. Immer noch. Ja. Wir drücken Enter. Und starten vielleicht gleich ins Spiel. Ich bin ja sehr, sehr motiviert, muss ich sagen. So, der Destiny Item Manager sagt auch schon, ihr könnt's ein wenig ruckeln alles. Yes, yes, yes.
Ich denke, die Bilder werden sich häufen. Ich denke, die Bilder von diesen Wartebildschirmen werden sich richtig häufen. So, wie wäre es, wenn wir jetzt wieder Enter drücken? Einen Moment bitte. Wir sind wieder im Wartebildschirm. Okay, ich habe hier was Cooles gefunden. Da vergleichen sie die PS4 von 2014 mit dem PC 2019. Das hat Destin Legare. Ich denke mal, ihr kennt den. Ist ein großer Account. Ich reposte das mal. Richtig tolle Grafik. Verbesserungen. Ja, aber gut, in 5 Jahren kann man sich das auch wünschen. So, wir versuchen es wieder mit der Verbindung. Spam jetzt hier ein bisschen mal Bungie Help zu. Nur so ein kleines bisschen. Bungie Help schreibt, dass die Steam-Spieler Beaver-Fehler bekommen. Soweit komme ich nicht mal. Ich habe gar nicht die Möglichkeit, so weit zu kommen. Happy Shadowkeep Launch Day, ja. Sollte das hier funktionieren, wäre ich ja ganz glücklich mit dem Launch. Bungie, was ist los? Wir warten jetzt bald 53 Minuten, also es ist 19:53 Uhr. Ich habe wahrscheinlich ein bisschen später angefangen, weil das Spiel noch entpacken musste. Ich hatte es zwar vorgeladen, aber das muss erstmal vorbereitet werden. Oh Mann, ich kann es gar nicht erwarten, dass es losgeht. Hoppla.
Wir haben hier den nächsten Startbildschirm. Zack. Einen Moment bitte. Heute ist ganz schön was los auf anderen, auf den anderen Accounts. So. Und wieder zum Titelbildschirm. Wir kriegen das schon hin, wir kriegen das schon hin. Ganz klar, ganz klar. Nein, kein Cross-Save. Ich hätte es tun sollen einfach. Ich hätte es tun sollen. Ja, ich würde sagen, ich melde mich zurück, sollte das Ganze hier mal Form annehmen und sage euch dann, wie lange es gedauert hat zu warten. Ich wünsche euch was bis zum Anfang von Shadowkeep.